Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Unzocked. Bioshock Infinite. So, wieder zurück. Wieder da. Ich habe beim letzten Mal einfach hier ganz fies aufgehört, habe den Schalter nicht betätigt. Wir werden jetzt hier den netten Schalter betätigen, ohne mehr zu quatschen. Los geht's. Achtung. Ja, sehr gut. Oh, ich hau gegen. Bin ich ein Held? Entschuldigung. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Wow! Da hinten läuft noch einer. Zwei. Schneidet ihm den Fluchtweg ab! Ich glaube, das war's jetzt. Okay. Okay. Das haben wir. Ja, ich hab's ja gerade gesehen, da laufen welche rum. Ich hab mich selbst in Kraft gesetzt, ich Depp. Habin? Okay, wie komme ich jetzt da hin? Hm. Ich müsste mit dem Fahrstuhl runterfahren. Genau, das ist wieder offen. Aha. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Na, das werden wir doch sehen. So. Puh. Keine Gegner, okay. Elizabeth, halt durch! Was? Ein Riss? Was ist das?
Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Okay. War eine alte Frau? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Okay. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Wow. Ich bin zurück. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Ihr zwei da oben, wenn sie sich wehrt, setzt die Maschinen ein. Wenn sie einen Riss öffnet, wird es uns leid tun. Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Na? Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Nein, nein. Ich habe nicht keine Elizabeth, die mir hilft mehr. Stimmt ja. Sie ist nicht ihre Tochter. Vielleicht nicht jetzt. Was geht hier vor? Du bist nichts Besonderes. Genau. Feuert aus allen Rohren! Holt ihn!
Verteil dir eine Lektion. Keine Munition mehr. Scheiße. Okay. Andere Seite. Hey, kann ich hier nicht ausschalten? Nix. Ich versuche so schnell wie möglich mich zu beeilen. Okay. Und ich bleib da hängen. Okay. andere Seite. Wartet. Das tauschen wir. Was machen wir da am besten? Wieder den Bock. Gesundheit, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und... okay, okay, okay. Die ist kaputt. Okay, die haben wir kaputt gemacht. Okay. Auch die ist jetzt kaputt. Schon mal sehr gut. Die Maschine hier oben. Shit, shit, shit. Fuck. 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 Ah, das war echt schwierig. Munition! Der hat nur noch die Gatling Gun. Papa nimmt erstmal ganz schnell die Munition. Okay. Elisabeth, ich bin gleich da!
Okay. Heilung? Nee. Nein. Wir kommen nicht da rein. Ah, Chiron. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Ah! Hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab. Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Okay. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Aber vorher, bitte einmal öffnen. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. So, Elizabeth? Na klar. Puh. So. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir nochmal lieber auf Heilung gehen? Komm, wir gehen nochmal auf Heilung. Sicher. Ich fühle mich schon besser. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Naja. Jetzt nicht mehr. Okay. Kriegst du das geknackt? Mal sehen. Bitte sehr. Dankeschön. Okay, los geht's. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Ein wenig konfus, gebe ich ehrlich zu. Moment, ich. Ich durchsuche hier natürlich jetzt erstmal schnell alles. Damit wir wieder Munition irgendwie voll haben. Prophet! Comstocks Flaggschiff! Wir müssen irgendwie an Bord! Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David! Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder.
Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Okay. Aber vorher werden wir hier ganz kurz mal rangehen. Das waren, genau, die Upgrades. Oh Gott. Okay. Das Gewehr, was wir haben. Das Gewehr, 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 Gewehr. Revolver. Nein, nein, nein. Revolver. Schrotflinte. Ich guck nur fix hier durch, das Maschinengewehr. Vom Karabiner. Ja, den können wir auf jeden Fall nehmen. Ich weiß gar nicht, welchen haben wir denn jetzt drin? Haben wir jetzt den hier? Ne, fürs Repetieren nicht. Das müsste dann die hier sein. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ja, erstmal. Dankeschön. Wir haben Munition, Waffen, alles, was tödlich ist. Ach, ich weiß nicht, soll ich die Dings mitnehmen? Die Gatling Gun erstmal. So, unentschlossen. Was haben wir hier? Geschenk durchsuchen. Okay, ist auch nichts drin. Nee, wir nehmen die hier mit. Kannst du das öffnen? Mal schauen. Fertig. Okay, schnell alles durchsuchen. Alles leer. Oh Gott, selbst die Himmelstadt brennt hier wie Hulle. Da sind jede Menge Risse. Was ist das? Da! Entdeckung! Na dann? Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat der Witt je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Okay. Da, der da. Schon dabei. Warte, hier drüben hatte ich noch Munition. So, schnell. Okay. Scheiß die dann aus!
Hosen voll, Jungchen. Da, der da. Fertig. Okay. Los. Aber klar. So. Elizabeth! Kommt! Okay. Hier! Munition! Da! Schön! Ah, super! Na los, komm her. Sind wir jetzt ruhig? Sieht ganz genau aus, okay. Nee, doch noch ruhig. Öffnen. Geht klar! Oh oh, klingt nach dem Vogel. Okay, alles voll. Also Schloss knacken ist möglich, okay. Halt! So. Gut, das Ding schießt weiter. Zwei Tote. Drei. Stech ihm die Augen aus. Okay. Booker, da! Das Shuttle dort kann uns zur Hand of the Prophet bringen. Beide gehen raus! Ja, ja, ich weiß, Kräfte könnte ich noch einsetzen, aber... So eine schöne, altmodische Schießerei war, ist gut. Elizabeth? Kinderspiel. Dann ist ja gut. Geschafft. Okay. Du musst ein Schloss knacken. Bin dabei. Wenn einer Schnüffel schrieb, nicht wahr? So ungefähr. Erledigt. Gut. Okay. 160 Cola. Okay, sonst ist hier nichts. Andere Tür. Ich frage mich. Hey. Okay. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt.
Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Okay. So ein Automat, wo ich Munition herbekomme, das wäre jetzt echt super. Also bin ich erstmal auf Kisten plündern angewiesen. In der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwie Munition bekommen, sonst was. Dieses Schiff wird zur Helden auf der Karte zurückkehren. Ich erwarte entsprechende Befehle. Okay. Na dann. Verstanden. Kurs auf die Hände von Toppen. Können wir mit Elisabeth noch reden? Nein? Sie guckt auch sehr böse schon. Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Okay. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Noch ein Kampfschiff links. Raketen, da drüben! Gib endlich auf! Reiß dich, verpickte! Schnell nachladen. Dankeschön. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein, nicht wahr? Sieh mal, Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind.
Na dann. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Sieh dir David an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Öffne ihn. In Ordnung. Los. Schon dabei. Munition, hier. Bunker, hier. Direkt im Flug erwischt. Okay. Okay. Ganz cool weiter. Gucken, was hier noch gibt's. Das hier ist die Waffenverbesserung wieder. Ich gehe nur. Nee. Da ist echt nichts dabei, was wir gebraucht haben im Moment. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Da! Okay. Okay, die haben wir. Okay, das Maschinengewehr. Das tun wir vielleicht nochmal abbrechen. Ich muss nur das Symbol finden, davon abgesehen. Da. Finden wir das nochmal? Ne. Okay. Das heißt, jetzt haben wir die Waffe schon mal verbessert. Ist nichts Besonderes. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei, Booker. Aber vorher tun wir hier alles zerlegen, was noch geht. Okay, das ist die Zauberfähigkeit, die brauchen wir nicht. Okay. Gesundheit haben wir. Okay, jetzt sind wir einmal zurück. Gut. Puh. Oh, da drüben. Die Rebellen. Okay.
cool. Hier haben wir. Comstock ist 3 Decks höher. In der Kabine des Propheten. Ja, wir gehen gleich hoch. Kein Problem. Brauchen wir Geld? Hier! Naja, nicht so unbedingt. Aber alles mitnehmen ist immer schön. Okay. Ja, ist sehr schön. Gewehrmunition. Die ist voll. Und Schrotflinte auch. Okay, gut. Ich hätte ja gerne noch eine Schrotflinte als drittes mitgenommen. Ich muss noch was trinken wegen dem Husten. Okay. Warte, wir gehen nochmal schnell hier gucken. Aber sonst auch nichts mehr, hä? Hier oben? Von hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Ja, also doch. Okay. Dann mal darüber. Komm mit! Auf einer Seite unseres Slums steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! So. Irgendwo, der ich hier noch feuern kann? Nein? Okay, und nochmal. Nochmal schnell nachladen. Da, der da! Kommt! Ah, Mist, ich wollte doch gerade springen. Ich muss nachladen! Los! In Ordnung! Achso, die können ja durchschießen. Shit. Wo ist er hin? Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Okay. Comstock ist 2 Decks höher, in der Kabine des Propheten. Hier, für die Kasse. Danke. Das heißt, wir müssen Deck für Deck sauber machen. Hier stimmt was nicht. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Bring das Schwein zur Strecke. Okay, die greifen mich auch an. Ich sehe nirgends. Ganz schön. Öffne ihn. Bitte sehr. Keine Kapitulation. Unsere Sache ist gerecht.
Jagt ihn da raus! Holt ihn da raus! Äußert ihn raus! Haltet ihn nieder! So. Booker, die Strecken sind frei. Die Entdeckung! Ich muss das mal hier weg. Feind im Zorn, durch Blut verbunden. Lass ihn doch nicht weg! Na dann, öffne die Gefängnistore und brennt die Wild nieder! Gut so. Es blutet ja! Okay. Mann, ging das wieder rasant hier hin und her, ey. Geht mein Gewehr aus. Der Zugang zum Oberdeck ist blockiert. Es geht nur per Skyline. Na, so eine Überraschung. Euer fliegt aus der Hand. Teufelskuss verbrennt Schuldige und Unschuldige gleichermaßen. Das ist Zauber und... Hey, da ist dein Lockpick. Ja, das kann ich nicht aufheben. Nö, kann ich nicht aufheben. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Ja, danke. Ha, das ist Munition. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, auf jeden Fall. Jetzt können wir mal kurz wieder uns auffüllen. Erstmal voll machen. So, aufrollen. Fürs Maschinengewehr, sehr gut. Okay. Haben jetzt ein bisschen voll. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? Okay, jetzt müssen wir ganz nach vorne wieder rennen. Puh. Zwei Stockwerke. Es mag sein, dass ich sie besiege, David. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Okay. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas sehe. Anscheinend wohl nicht so sehr, okay. Die müssen... Okay, die haben zwei Schiffe. Okay, wir verlassen den Bereich. Gut, einen Moment. Dann, bevor wir jetzt hier reingehen, ja, ins dritte Stockwerk. Und da oben ist noch eine Bahn, sehe ich gerade. Okay, verabschiede ich mich erstmal von euch, ja, an dieser Stelle. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles, alles gut. Und erstmal bis dahin. Ciao, ciao euch.